Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Skin Giveaway. Ich sage es wieder direkt am Anfang, ihr braucht mich nicht zu abonnieren, um hier gewinnen zu können. Ihr solltet aber auf jeden Fall oder müsst sogar, um richtig mitmachen zu können, das ganze Video hier gesehen haben. Warum das so ist, erfahrt ihr im Video. Wir fangen mal direkt mit dem Prunkstück an, und zwar gibt es heute die Tech-9 Fuel Injector und auch noch vier andere Skins, die ich euch dann gleich zeigen werde. Das Giveaway wird genauso ablaufen wie das letzte auch. Das heißt, ihr braucht nicht abonnieren, liken, teilen oder sonst irgendeine Kacke machen. Macht es bitte nur, wenn euch der Content auch gefällt und ihr vielleicht auch vorhabt, öfter reinzugucken. Dieses Giveaway wird dieses Mal nur 10 Tage laufen und nicht 14 Tage. Das heißt, in 10 Tagen plus minus einen Tag werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Wie das stattfindet, erfahrt ihr auch gleich. Die erste Sache, die ihr machen solltet, damit ich überhaupt weiß, dass ihr mitmachen wollt, es kann ja sein, dass ihr einfach nur das Video schaut und das toll findet und das war's, ist, dass ihr mir das in die Kommentare schreibt, dass ihr eben hier mitmachen wollt. Also einfach eurem Kommentar, den ihr vielleicht schon längst geschrieben habt, hinzufügen, hey, übrigens, ich würde gerne mitmachen, so irgendwie, oder ich mache mit, oder lirum larum. Und wir wechseln mal direkt zum nächsten Skin. Eine Stat-Track Sword of Fuba wurde sich mehrfach gewünscht und ich dachte mir, hey, komm, schnappt sie euch. Alle, die mich kennen, wissen, dass mir die Community sehr wichtig ist. Und dass ich will, dass die Skins auch eben an Community-Mitglieder oder an werdende Community-Mitglieder rausgehen. Praktisch einfach als Dankeschön für diese ganzen Sachen, denn diese ganzen Skins, die ich habe, die bekomme ich auch immer geschenkt, damit ich eben weitere Giveaways machen kann. Das sind alle Skins von der Community, die ich geschenkt bekommen habe und die werden zu 99% rausgehen. Es gibt ein paar Dinge, die ich behalte, eben wie mein Knife, das er mir extra geschenkt hat, hier der Dumbabla und so weiter. Aber was ich damit sagen will, die Community gibt mir so viel und ich will eben auch genauso viel zurückgeben. Und darum ist der Skin-Geier-Schutz bei uns natürlich ganz, ganz weit oben. Deswegen kann man bei diesem Giveaway nur gewinnen, wenn man in diesen 10 Tagen, zumindest in diesen 10 Tagen, in denen das Giveaway läuft, aktiv ist. Hier auf dem Kanal. Also sich so ein bisschen umschaut, vielleicht gefällt einem ja was und das Ganze geht dann über die Kommentare. Also ich kann anderweitig nicht herausfinden, ob ihr aktiv seid, beziehungsweise ich kann es schon, ich kann nachgucken, wer wie lange welches Video wann geguckt hat, aber da hunderte von Leuten mitmachen, ist es ein Krampf natürlich, das bei jedem Einzelnen zu gucken, bei der riesen Abo-Liste, die ich habe. Darum mache ich das einfach oft über Kommentare. Also wenn ich sehe, jemand ist aktiv, schreibt schön Kommentare, bumm, schon ist er im Zirkel der Auserwählten. Dabei geht es nicht, und jetzt hört mir bitte genau zu, dabei geht es erstens nicht darum, dass ihr jedes Video kommentiert, weil manchmal mehr Videos an einem Tag kommen. Es reicht mir vollkommen, ihr seid wahrscheinlich CSGO-Klientel, wenn ihr um 17 Uhr das CSGO-Video guckt und kommentiert und auch nicht jeden Tag, wie ihr eben Zeit habt oder wollt. Ja? Wenn ihr trotzdem andere Sachen seht und anschaut, freue ich mich natürlich. Es reicht aber, wenn ihr einfach nur das guckt, was euch interessiert. Ich zeige euch mal den nächsten Skin. Ich mache immer so 5 bis 10 Skins, damit es auch Trostpreise gibt. Und da haben wir eine CZ75 Auto Tuxedo. Ja, wichtig bei den Kommentaren ist, dass ihr nicht einfach irgendwo reingeht und tolles Video schreibt und wieder geht. Wie vorhin erwähnt, ich kann nachschauen, wie lange man das Video geschaut hat. Und wenn ich jemanden finde oder erwische, der halt einfach nur die Videos aufmacht, kommentiert und dann wieder geht, also eine Zuschauerbindung von weniger als 10% hat, der ist natürlich sofort raus, der kann gar nicht mehr gewinnen. Also egal wie aktiv er sein mag, das schadet mir dann auch mehr, als es helfen würde. Also bitte, wenn ihr sowas denkt, dann lasst es einfach bleiben. So von wegen, ich verarsche den, ich schreibe einfach nur überall hihi, gutes Video und das war's. Dann kannst du nicht mehr gewinnen, wenn du sowas machst. Die Kommentare müssen keine besondere Qualität haben, aber wenn halt immer nur einer schreibt, erster, erster, erster. Ja, es geht wie gesagt um die Community und richtige Aktivität ist schwierig vorzutäuschen. Also wenn man wirklich sich die Videos schaut, weil man sie halt wirklich anguckt und sie sich gibt, sich damit auseinandersetzt. Das ist so unser Hauptschritt, wie wir uns eben vor Skin-Geiern schützen, weil es kein Skin-Geier so richtig durchzieht, die Sache dann aktiv zu machen. Das machen nur Leute, die wirklich gewillt sind, auch in Zukunft ein bisschen am Start zu sein. Ich meine, es gibt ja auch ständig Giveaways, deswegen hat man auch ständig die Chance, irgendwas zu gewinnen, auch in den Livestreams. In jedem meiner Streams gibt es Giveaways. Nur, dass ihr das wisst, die Streamzeiten stehen in der Videobeschreibung und ich sag's ja auch gleich nochmal. Ich möchte einfach Leute zusammenführen und dass wir größer und schlagkräftiger werden, weil wenn viele Leute hinter mir stehen oder hinter dem Namen der Dumbabler stehen, dann kann ich als Vorsitzender, sag ich mal, auch bessere Deals eingehen. Ich habe diverse Sponsoren und mit einem, Skinbaron zum Beispiel, habe ich ja im Moment so eine Abmachung und wir erhalten eigentlich jeden Monat Mittel, zum Beispiel für ein Knife, dass ich dann einfach verschenke. Jeden Monat, ein Knife, immer. Und wenn wir noch größer werden, steht mir wahrscheinlich noch mehr offen. Also noch mehr solche Partnerschaften. Wir machen mal noch den nächsten Skin auf. Da haben wir noch eine MAC-10 Carnivore für die Fleischfressenden unter euch. Super Skin. Bezüglich der Streams, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Für die, die unter der Woche nicht können, weil sie keine Zeit haben. Und da gibt es, wie gesagt, immer Giveaways. Und für die, die sich immer fragen, ob ich auch mit Zuschauern spiele, ja. Immer zu den Streams. Machen wir noch den letzten Skin auf. Und da haben wir noch so eine schnucklige Ironwork für alle, die eben genau auf diese Metallarbeit stehen. Ich mache jetzt nochmal das Prunkstück auf, und zwar die Fuel Injector. Die da hinten so ein ultra cooles Teil hat. Das ist mir doch gar nicht richtig aufgefallen. Sieht aus wie die Leuchte bei einem Taxi oder so. Oder vom fünften Element. Die Autos, haben die nicht sowas? Naja, egal. Ihr nehmt also hier an diesem Giveaway teil und seid einfach 10 Tage so aktiv, wie es euch möglich ist. Nach diesen 10 Tagen kommt dann ein Video, ein ganz normales Video, also auf jeden Fall ein CSGO-Video, keine Sorge, kein Fallout oder sonst irgendwas. Es kommt ein ganz normales CSGO-Video
Und in diesem Video werden unter anderem dann auch die Gewinner genannt. Es wird aber nicht speziell im Titel stehen, so von wegen Giveaway-Gewinner, sondern es ist halt einfach irgendein CSGO-Video, ein Matchmaking, ein Overwatch, wie auch immer. Und in dem nenne ich dann die Gewinner. Irgendwo. Am Anfang, in der Mitte, am Schluss. Und das ist der zweite Skin-Geier-Schutz. Viele Leute, die das dann doch irgendwie schaffen, es vorzugeben, die Videos zu schauen, verpassen dann aber, dass sie gewonnen haben. Leute, die die Videos eben ganz normal schauen, also von Anfang bis Ende, denen passiert sowas nicht. Genauso machen wir es schon seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, oder vielleicht sogar 1,5 Jahre, und das klappt echt super, weil eben Geier wegfallen, Skins wieder in den Pool kommen und dann wieder zu gewinnen sind, und dann gewinnt halt irgendjemand, der schon aktiv guckt, und der hat es dann richtig verdient. Anstatt so einem Dödel, der mich verarschen will, ne? Noch eine kleine Sache am Schluss, einfach nur doch, dass es klar ist, nicht, dass jemand kommt und sagt, ja gut, man muss sich nicht abonnieren, aber ich muss ja jetzt trotzdem alles gucken. Man muss nicht alles gucken. Es reicht, wenn man einfach so aktiv ist, wie es einem möglich ist. Jeden zweiten Tag ein CSGO-Video oder jeden Tag oder alle Videos, die kommen, die Hälfte, ein Drittel, wie auch immer. Und vor allem zwinge ich niemanden zu irgendwas, weil er gar nicht hier mitmachen müsst. Das ist ja freiwillig. Behaltet das im Kopf. Letztes Mal hat jemand sowas in die Art gehend geschrieben und ich dachte, wer zwingt dich in erster Linie überhaupt hier mitzumachen? Und die wirklich letzte Sache ist jetzt noch die, dass alle die jetzt noch da sind, die ein gutes Licht auf sich werfen wollen, schreiben einfach am Ende ihres Kommentars, also das, was ihr eben geschrieben habt, euren Kommentar, wie auch immer, ganz, ganz am Ende habt ihr dann am Schluss einen Punkt. Also gut, viele schreiben irgendwie online doch nicht so, machen keine Punkte, aber worauf ich hinaus will, am Ende eures Kommentars macht ihr einfach 3 Leerzeichen, 3-mal die Leertaste, tap, 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 und dann einen Punkt. Das zeigt mir, dass ihr das hier mitbekommen habt. Das ist der Sound, wenn ich gefollowt werde auf Twitch. Da ich mit OBS aufnehme, hört man das, auch wenn ich irgendwas anderes mache. Falls es noch Fragen gibt, bitte einfach in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch die gerne klären. Ja, das war's eigentlich. Als Vorgeschmack auf das nächste Giveaway zeige ich euch gerade noch, was es dann gibt. Und zwar, dann wird es höchstwahrscheinlich diese Princess geben, diese Wasteland Princess. Und danach dann wieder was und wieder was und wieder was. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen mit am Stissel ist, ja. Natürlich hätte ich gern, dass man nicht nur nach den Giveaways geiert oder nur deswegen aktiv ist. Aber wenn es dann so sein muss, dann ist man immerhin aktiv und hilft mir dann trotzdem weiter mit dieser Aktivität. Ich will darauf hinaus, dass euch doch dann hoffentlich vielleicht auch der Content gefällt. Und ihr sagt, hey, den kann man auch ganz gut gucken. Den kann man mal anmachen, das passt schon. Genauso müssen Giveaways auch funktionieren. Nicht dieses, wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr mich abonnieren. Und dann hat man diesen riesigen toten Abo-Haufen, die eh nicht gucken. Und dann gewinnt einer von diesen toten Leuten. Und das hat alles einfach gar keinen Sinn. Dann lieber ein bisschen was mit Aktivität verknüpfen. Und wir sind eine feste Truppe, die ständig wächst. Übrigens kommt in die Steam-Gruppe, wenn ihr wollt. Ja, sind wir jetzt durch. Heidenei. 20 Minuten. Die schneide ich euch runter auf Zicke-Zacke 5. Oder so. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.